Leb auf meinen 17 Kilometer. Sandbank Liebe, der Jüst Podcast. Moin, mein Name ist Sandra Lübkes, ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir, die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute bin ich gar nicht so weit weg vom Töverland, nur knapp 20 Kilometer südlich und 80 Kilometer östlich von Jüst, in Wilhelmshaven. Doch dass diese Entfernung groß genug sein kann, um neue Perspektiven zu gewinnen und andere Richtungen einzuschlagen, davon erzählt Martina Fischer, die vor einem Vierteljahrhundert Lehrerin auf Jüst gewesen ist. Die Jüster Inselschule liegt westlich vom Inseldorf in den Dünen versteckt und ist eine Grund- und Oberschule, was bedeutet, dass ab Klasse 5 ein Haupt- und ein Realschulzweig angeboten werden. Und darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nach der 10. Klasse auf das Gymnasium zu wechseln. Dazu müssen die Kinder allerdings aufs Festland, meist in ein Internat. Musste ich auch damals. Und wie die meisten Jugendlichen fand ich es mit 15, 16 auch ganz gut, mal von der Insel runterzukommen. Die Klassen werden oft zusammen unterrichtet. Doch da in jedem Jahrgang so zwischen 8 und 12 Schülerinnen und Schüler sitzen, herrschen im Vergleich zu Festlandsklassen immer noch paradiesische Zustände. Lehrkräfte werden aber trotzdem so gut wie immer gesucht. Auch Martina Fischer kam damals eher aus der Not heraus nach Jüst. Für mindestens 4 Jahre, so stand es im Arbeitsvertrag, aber am Ende blieb sie länger als gedacht. Das lag unter anderem daran, dass wir damals eine Band gegründet haben, Strandgut hießen wir. Ich war Sängerin, Martina war Gitarristin und Saxophonistin und auf Jüst waren wir auch weltberühmt. Aber vor allem hat Martina die Freizeit auf Jüst für ausgiebige Strandspaziergänge genutzt. Obwohl diese Strecke am Spülsaum entlang mit einem Klassenzimmer wenig zu tun hat, war es der Ort, an dem Martina etwas ganz Wichtiges gelernt hat. Ich rede mit ihr über Blockflöten-AGs und Rockmusik. Über die Warnungen eines Frachterkapitäns, die sie leichthändig in den Wind schlug. Und darüber, in welchen Rollcontainer ihr Leben damals gepasst hat. Jetzt sitze ich gerade in Wilhelmshaven in einem sehr gemütlichen, schönen, großen Wohnzimmer mit Holzmöbeln. Blick in einen toll gepflegten, mit Strandgut versehenen Garten. Und ich war ja schon öfter, denn tatsächlich ist das heute mit einer aus meiner Sicht persönlichsten Folge, weil ich treffe nämlich Martina und mit der habe ich schon 25-jähriges Freundschaftsjubiläum mindestens. Ich freue mich total, hier zu sein. Martina, hallo erstmal. Hallo, moin, moin. Ne? Ja, moin. Genau, wir trinken Tee, wie sich das gehört. Vor uns auf dem Tisch liegen wahnsinnig viele Fotografien aus der Zeit, wo wir am allermeisten miteinander zu tun hatten, vor 25 Jahren. Und wir werden ein bisschen nostalgisch, aber nicht jetzt nur in unserer eigenen Geschichte, sondern allgemein, meine Güte, was ist das eigentlich, wenn das Leben sich so oft verändert? Martina, wer warst du denn vor 25 Jahren und warum bist du nach Jüst gekommen? Also wenn ich die Fotos jetzt sehe, wie klein ich und jung ich da war, so ein Wow. Ich bin nach Jüst gekommen,
wie sich das für Strandgut so richtig gehört. Nämlich, ich bin da so angespült worden. Etwas, was man heute gar nicht mehr verstehen kann, dass nämlich, dass es einen Einstellungsstopp in Niedersachsen gab. Nach dem Referendariat bin ich nicht eingestellt worden, aber völlig unabhängig, da nun 1, irgendwas davor stand, weil es wurde niemand eingestellt. Was für Fächer hattest du? Auch das war eigentlich gesucht, Musik, Deutsch, Kunst. Das hat mich ziemlich ausgebremst und da ich damals aber schon verheiratet war. Wie alt warst du da ungefähr? Anfang 30. So. Anfang 30. Ja. Jetzt aus unserer heutigen Sicht wahnsinnig jung. Ja, genau. Dann bin ich arbeitslos gewesen in dieser Zeit. Ja, habe ich Nachhilfe gegeben oder Gitarrenunterricht und so. Es war aber alles nicht das, was ich ja eigentlich machen wollte. Irgendwann später bekam ich dann vom Landkreis Aurich einen Anruf. Wir haben eine Stelle für Sie im Landkreis Aurich. Und du dachtest, was jetzt? Genau. Ein Wunder ist geschehen. Und der sagte, ja, das müssen Sie wohl zu Hause noch mal ein bisschen besprechen, weil da ist auch Wasser drumrum, sozusagen. Wasser. Hätte jetzt auch Wangerooge sein können, Spieker auch Lange. Ja, es war Jüst und ich habe gesagt, ups. Weil du konntest abends nicht nach Hause fahren. Das kanntest du Jüster schon, oder? Nein. Ja, und dann bist du hingefahren und hast dir das angeguckt? Das erste Mal Jüst war einfach nur aufregend. Als ich nach dem Weg fragte, war das dann für die Einheimischen, da so. In die Richtung. Ist doch logisch. So, ne? Lauf doch da den Schulpart hoch und dann fertig. Heißt auch Schulpart, dann ist ja noch die Schule. Ich glaube, ich war sehr fasziniert schon gleich von dieser Lage mitten in der Düne. Bin dann erstmal an den Strand gegangen. Das musste ich mir angucken, wie nah das ist. Ja, waren ja eigentlich auch traumhafte Verhältnisse, weil Klassenstärken. Es gab schon auch 25 Schüler in einer Klasse, aber meistens dann kombinierte Klassen. Und du bist ja Realschullehrerin, das heißt, du hast nicht die süßen Kleinen mit den Rotznasen gehabt, sondern schon die Älteren, ne? Ja, ich war dann automatisch immer Klassenlehrerin der 9. und 10. Klasse im Realschulzweig. Es hieß aber trotzdem, ich muss ja alle dann unterrichten. Und dementsprechend habe ich auch noch ein paar Fächer dazugekriegt. Musik fand ich dann schon eine Herausforderung. Was macht man denn mit so kleinen? Da habe ich dann auch dieses Ich lieb die Insel. Ja, da hast du dein erstes Lied geschrieben quasi. Quasi den ersten Text. Ich lieb die Insel. I like the flower, ne? Genau. Welche sonst? Und das blieb ja nicht lange geheim. Irgendwann sagte mir jemand, es gibt eine neue Lehrerin auf Jüst, was spricht sich rum? Ich war da nämlich gerade in der Situation, ich hatte meine erste Tochter bekommen. Das war eigentlich alles schön und gut und Ferienwohnung liefen und das alles. Und dann merkte ich, mir fehlt irgendwie sowas Kreatives. Ich habe gehört, dass einer von einer Freundin, der Mann, dass der Keyboard spielt, dass der Mann von der Sparkasse, dass der Schlagzeug spielt. Und dann war aber klar, ja, wir brauchen noch einen Bass. Gut, da gab es dann einen ehemaligen Bäcker. Aber es fehlte noch eine Gitarre. Und ich meine, es war dann in der Sparkasse war das Thema. Es gibt eine neue Lehrerin und das ist eine Rockmusikerin. Keine Ahnung, ob dich jemand mit dem Gitarrenkoffer gesehen hat. Es sprach sich rum. Und du hast doch Gitarrenunterricht gegeben. Genau. Und dann haben wir dich, glaube ich, angesprochen, ob du in unsere Band eintreten willst. Wie lange warst du da? Das war relativ schnell. Ja, ne? Denn ich habe immer in meinem Klassenraum irgendwelche Noten gefunden oder irgendwelche Akkordschemen, die an der Tafel standen. Okay. Dann immer donnerstags morgens oder so. Und da habe ich dann auch schon gedacht, ach, da probt eine Band. Das ist ja nicht uninteressant. Genau, wir haben ja damals in der Schule geprobt. Mhm. Ja, und dann kamst du irgendwann dazu. Wir haben ja damals gecovert. Von Cher was. Song. Ja, und irgendwann war uns das zu öde. Du hast ja dein erstes Lied oder den Text dafür, Wolkenlos. Ja. So ein richtig typisches Sommerlied für Jüst speziell, aber vielleicht überhaupt für das Gefühl von Sommer. Verknallt sein war das aber. Das Thema war, das ist eigentlich verregneter Sommer ist und eisekalt und alle sagen mal, oh, das ist alles so schrecklich, aber ich habe mir vorgestellt, ich wäre total verknallt und dann ist es ja geil, wie das Wetter ist. Und immer Stier, nur ich werde dann
so im Hintergrund, dass ich dachte, das ist so ein Mitsinglied. Zwischen all diesen ganzen Songs, die wir dann beim Erntedankfest in der Kurmuschel, ich glaube, unser erster Auftritt war das, da haben ja doch viele gesagt, oh, das war ja ziemlich toll. Mhm. Aber dieser eine Song, den ihr da selber gemacht habt, das war eigentlich der Beste. Weil das so authentisch war, würde man das. Damals hat man, glaube ich, authentisch noch nicht gesagt, aber das gab es trotzdem schon. Aber ich glaube, das hat uns alle auch motiviert, eigene Songs zu machen. Dann haben wir uns auch umgenannt, weil wir hießen ja erst... nicht mehr Flotsam und Jetsam oder... Ja, Flotsam und Jetsam ist ja... völlig holprig. Dann, als wir merkten, nein, eigentlich wollen wir lieber eigene Songs schreiben. Da haben wir gesagt, warum heißt man nicht Strandgut? Weil wir ja alle angeschwemmt waren auf der Insel. Keiner stammte von der Insel. Jeder hatte eine andere Geschichte. Aber der Song, der heute im Mittelpunkt steht, Strandläufer heißt der, das ist ganz allein dein Baby, möchte ich es nennen. Das hast du irgendwann mal mitgebracht. Da hast du gesagt, ich habe die Melodie, ich habe den Text. Hört euch das mal an, hast deine Gitarre rausgeholt. Ich laufe hier auf Töverland am Meer und habe Weißt du noch, wann du den geschrieben hast und in welcher Situation? Und wann ist dir das in den Kopf gehüpft, das Lied? Ich glaube, das war auch alles gleich in diesem ersten Jahr. Da ist unheimlich viel passiert. Aber besonders waren mir meine Strandspaziergänge. Und meine Motivation war dann schon auch Muschel finden und gucken und was alles da so rumfliegt. Strandläufer, die da... Ja, die Vögel. Die Vögel, Vögel sind, eben genau. Auch wirklich... Die Vögel rufen aufgeregt, Strandläufer, meinen sie vielleicht auch mich? Gedanke nicht vom Kopf blockiert, haben freie Fahrt auf das Meer. Die Welt ist eine Kugel, hier ist die Welt ein Eiland. Mal am Strand Blut, manchmal auch nur Ebbe, alles in Bewegung. Ich hatte mir das vorher ja gar nicht so richtig klar gemacht, was Tide-abhängige Schiffsfahrzeiten eigentlich bedeuten. Für eine Fernbeziehung, ne? Genau. Es war dann ja so, dass ich nicht immer nach Wilhelmshaven konnte. Und dann habe ich an den Wochenenden schon häufiger da mal einfach geguckt. Ich erkunde die Insel und finde dann auch Strandgut. Dieser Blickwinkel, der sich da so allmählich auch verschoben hat. Ich bin da alleine. Ich habe einen ganz anderen Kontext als zu Hause in meiner Ehe und ja, jetzt bin ich da auf mich gestellt und auf mich reduziert und einfach auch zu merken in diesen Spaziergängen, ist es eigentlich so eine Einsamkeit oder ist es eigentlich eher so das Gefühl, ja, da könnte noch mehr sein, bin ich eigentlich glücklich, also auch ganz profan. Diese Strandläufer ist vom Text her tatsächlich so dieses Gefühl, ich laufe da alleine und könnte mir vorstellen, da gibt es noch viel mehr in meinem Leben. Ja, du hast ja einmal die Zeile, die Vögel rufen aufgeregt, Strandläufer meinen sie vielleicht auch mich. Mhm. Also bist du da ja mal kurz in die Außenperspektive gegangen. Also du hast dich ja quasi von der Insel gesehen gefühlt, von diesen Strandläufern, von der Natur. Vielleicht hast du dich selber ein bisschen aus der Vogelperspektive wahrgenommen, siehst dich am Strand langlaufen und stellst fest, der Strand sieht jedes Mal anders aus. Mhm. Das ist ja auch, ne? Nichts bleibt ewig gleich. Genau. Du bist aber immer dieselbe. Ja, kann man schon so sagen. Also das ist nicht diese Veränderung, die man ja selber dann erst im Nachhinein so sieht. Also in dem Moment natürlich nicht, aber jetzt so. Wo wir alt und weise sind, haben wir es gescheckt. Das Meeresrauschen klingt im Ohr, die Wellen zeichnen Muster in den Sand. Mit neuer Freude, niemals gleich, entdecke ich die Muscheln wie einen Schatz. Ich hol dir keinen Stern vom Himmel, denn ich finde ihn hier auf dem Grund. Stecke alles in ein Kästchen rein, kommt es bei. Aber
da ist einfach viel wirklich Perspektivwechsel. Mhm. Ja, auch wenn Jüst gar nicht so weit Kilometer entfernt ist, es ist doch ein komplett neuer Blick von der Insel aufs Festland, wie die Jüster dann ja immer gerne gesagt, nach Deutschland. Nach Deutschland. So ist es. Hast du diese Schleuse, wenn du halt mit der Fähre rüberfährst. Damals gab es noch nicht diese kleinen Schnellboote, die es ja heute gibt. Manchmal bist du auch wahrscheinlich geflogen. Sehr häufig eigentlich. Ja. Gerade am Anfang, ja. Zunehmend mit Strandgut und mit der Entwicklung und immer mehr Auftritten. Mhm. Und bis dahin, dass wir uns dann sogar unsere CD-Aufnahmen dort gemacht haben, hat sich mein Fokus tatsächlich aber immer mehr auch nach Jüst verlagert. An den Wochenenden dann auch. Aber während der Woche wurdest du ja dann auch nochmal von deinen Schülerinnen und Schülern, von Kollegen und Kolleginnen wahrgenommen. Und von den Jüstern, die gewusst haben, oh, da läuft wieder die Lehrerin, die Rockmusik macht und so. Wie hast du das denn empfunden, dass die Inselgemeinschaft auf dich geschaut hat? Schon irgendwie, ja, wahrgenommen zu werden. Mhm. Und auch auf eine positive Art Rückmeldung zu kriegen. Natürlich nach unserem ersten Auftritt an dem Montag in der Schule war natürlich der Bär los. Mhm. Irgendwie, weil gerade die kleinen Kinder, kleinen Grundschüler irgendwie. Das war ja auch richtig, Fans, ne? Genau, ja. Dass sie auch sagten, oh, das ist ja cool, mit der E-Gitarre stand unsere Lehrerin da. Mhm. Ansonsten, ja, war es für mich auch ja in der Woche immer ein Highlight, mit Strandgut zu proben. Dadurch hat sich ja auch was eröffnet. Mit Familie quasi sozusagen, Anschluss an unsere Jungs, die dann auch Familie hatten und nach einer Probe haben wir zusammen gegrillt. Es sind ja viele Kinder geboren worden. Genau, also zu deinen ja zum Beispiel meine auch. Kleine dann, genau, und da ist ja, bist du auch Patentante, deswegen sind wir auf der Ebene auch nochmal wieder, nicht nur durch die CDs, sondern auch privat lebenslang miteinander verbunden. Aber jetzt, um auf dich nochmal als Lehrerin zu sprechen zu kommen, du warst ja bekannt, dass du auch streng sein konntest. Ja, das musste ich auch lernen, sozusagen. Also ja, sowas kommt ja nicht automatisch. Hast du vom Spiegel zu dir selber gesagt, sei streng. Ja, das ist ja dann auch so ein bisschen so ein Selbstschutz, dass man sagt so, jetzt muss ich die Oberhand behalten und ich alleine. Klar, bei Leuten in der 10. Klasse, die dann andere Vorstellungen hatten, musst du da dann auch mal vielleicht eine klare Ansage und die da war ja auch sein. Dann vielleicht ein Kopf größer als du. Genau, da musste ich mich ja auch ein bisschen behaupten. Ja. Also ja, da habe ich so ein bisschen als Lehrerin auch freigestampft. Hast du auch mal welche vor die Tür geschickt oder sowas? Ah ja, ja. Da kann ich mich tatsächlich noch witzigerweise dran erinnern, mein erster Schüler, den ich überhaupt jemals rausgeschickt habe, war ein Junge, der immer dazwischen gequatscht hat. Da habe ich dann mehrfach gedroht und der hat es dann nicht eingesehen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehst du vor die Tür. Und das wollte er aber nicht. Und ist dann weinend zu seiner Mutter ganz bis ins Log gelaufen. Okay. Und ich habe schon gedacht, ups, jetzt habe ich es aber hier gleich. Jetzt stehen hier gleich ein paar Jüster vor der Tür, die sagen so... Wie können Sie mein Kind alleine durch die wilde Dünenlandschaft laufen lassen? Ja, aber... War das auch so, oder? Nee, am Ende der Stunde kam er dann wieder. Ja, meine Mutter hat mich wieder zurückgeschickt. Ja. Ich soll mich hier benehmen. Richtig so. Natürlich. Und von da an war er immer... Ja, ich glaube auch. Also ja. Ich weiß ja, wer es war. Und ich weiß, dass er heute wirklich ein ganz vernünftiger, pflichtbewusster... Ja, den will ich auch gerne mal wieder treffen. Ja, ich habe ihn heute Morgen noch tatsächlich gesehen. Sehr witzig. Im Februar, da hatte ich den ersten Elternsprechtag und kannte ja kaum Schüler und die Eltern wollten aber trotzdem alle gucken, wie sieht denn die neue Lehrerin aus und haben sich dann sehr gewünscht, dass ich eine Blockflöten-AG mache. Da habe ich auch gedacht. Wir haben ja jetzt hier noch ein Foto. Das war dann so eine Blockflötentruppe zum Nikolaus. Genau, der Nikolaus ja in die Schule gekommen ist mit Pferdekutsche und dann sind alle Kinder da hinterhergelaufen bis zum Kurplatz und dann gab es da ein kleines Konzert mit Blockflöten. Aber ich habe das dann noch
umgeschwenkt. Es gab noch Gelder und ich habe dann die ziemlich viele Gitarren gekauft für die Schule, cool. Sodass das dann eine Gitarren-AG auch gab. Deutlich besser gegen Tinnitus-Anfälligkeit oder solche Sachen. Heute gibt es, glaube ich, sogar auch eine Trommelgruppe und so. Also das ist tatsächlich mit der Musik weitergegangen. Mhm. Steht und fällt mit Lehrerinnen und Lehrern, die gerade da sind. Ja. Jetzt gibt es zum Beispiel auch eine Theatergruppe, die gab es, glaube ich, damals auch nicht. Nee. In meiner Jugend, als ich Schülerin auf Jüst war, da hatten wir auch eine kleine Band mal gegründet. Aber nur, weil einer von uns ein Keyboard zu Hause hatte. Wir hatten einen Auftritt auf dem Schulfest, wo drei Leute zugehört haben, ich weiß es nicht. Aber ich würde mal behaupten, bei Strandgut waren wir kurz vorm Durchbruch. Du hast immer auf den Grand Prix noch gesetzt. Ja, ich wollte immer zum Grand Prix irgendwie so in der Chanson. Ihr wolltet das alle nicht. Ja gut, aber es stimmt schon. Ja, es gibt schon so ein paar Lieder, wenn ich mir die anhöre, wo ich auch denke, da ist auch eine politische Komponente drin. Also auch viele Lieder, wo Wut herausklingt. Wo ich, glaube ich, damals gesagt hätte, ja, das habe ich mir so ausgedacht. Heute, mit Abstand, sehe ich wieder... Meine Güte, ich war natürlich auch wütend und ich war damals ja auch, bevor ich dann das Schreiben endlich für mich entdeckt hatte und das auch professionell machen konnte, war so eine wahnsinnige Sehnsucht in mir nach irgendeiner zukünftigen Sandra, wo ich nicht wusste, wer das eigentlich ist. Die war ja unbekannt. War das bei dir auch so ein bisschen? Ich war unheimlich froh, dass ich jetzt im Lehrerberuf sein konnte. Und musikalisch, was sich dann so entwickelt hat mit euch und Strandgut, das war natürlich großartig. Aber... dass da schon eigentlich so ein Prozess anfing. Ich wusste ja auch, ich bin jetzt auch festgelegt und nicht nur für ein Jahr auf Jüst. Wie viele Jahre musstest du mindestens? Also die sagten da 3 bis 4 Jahre. Und dass das dann insgesamt 5 werden, das lag ja auch so ein bisschen an mir, dass ich dann auch nicht sofort einen Versetzungsantrag gestellt habe. Es war ja irgendwo auch eine Entwicklung und ein Wachsen und Werden, was ich nie vorausgesehen habe. Und jetzt im Nachhinein, tatsächlich so viele Jahre später, würde ich sagen, das war irgendwo auch ein Glücksgriff. Dieses, ich bin ja auch auf Jüst, ich bin ja auch... ein Teil davon. Ich gehöre zu dieser Gemeinschaft. Ich habe dieses Gefühl, ja, das ist schon einzigartig dann. Du gehörst zur Gemeinschaft, aber du bist trotzdem auch in der Lage, allein am Strand lang zu laufen. Genau, genau. Auch das ist ein neues Gefühl. Mit dem Geschmack von Salz und noch viel mehr wird nun die Zeit zum Augenblick. Aus der weitläufigen Distanz erhalte ich den Seeblick wieder neu. Gedanken sind so laut und übertönen, Wind und Wellen, selbst bei Flut. Doch lösen sie sich auf und fliegen mit den Wolken ganz schnell hin zu dir, ja. Die Welt ist eine Kugel, ist die Welt ein Ei. Mal am Strand Flut, manchmal auch nur Ebbe, alles in Bewegung. Würdest du heute sagen, ich gebe jetzt mal Leuten, die nach Jüst ziehen, einen Tipp, dass, wie das geht? Was muss man machen? Ja. Wie kriegt man überhaupt einen Umzug nach Jüst so bewältigt? Das war dann im Ende Januar, kurz bevor das neue Schuljahr im Februar begann. Und meine Hauptaufgabe war, einen Rollcontainer in Norddeich zu füllen. Da ich ja nun in Wilhelmshaven alles schon eigentlich hatte, war das eher spartanisch. Ich hatte noch so Böcke, wo man dann eine Schreibtischplatte drauf. Ja. Also sehr studentisch letztendlich. Und ich habe bei der Reederei angerufen und die sagt mir, ja, ich müsste dann jetzt wissen, wie groß mein Rollcontainer sein sollte. Und das wusste ich ja auch erstmal nicht so. Und dann haben wir uns geeinigt auf Rollcontainer 9A. Ach, das war so eine Größe. War dann so eine Größe. Habe ich gedacht, ja, da passt wohl alles rein. Dein neues Leben passt in Rollcontainer 9A. Genau. Und da habe ich alles eingeräumt und dann wurde das ja mit dem Elektrowagen auf das Frachtschiff gezogen. Und ich durfte dann aber ja auch mit auf dem Frachtschiff fahren. Mit dem Kapitän? Ja. Oh. Kurze Zeit später kam dann auch jemand und sagte, ich sollte dann mal zum Kapitän hochkommen. So. So, und der stand dann da und guckte aufs Wasser und sagte, so, Sie wollen jetzt hier so Schulmaster of Jüst werden. Ob ich mir das dann wohl auch genau überlegt hätte. Ach.
So, und dann kamen diese ganzen Geschichten, wie das denn ist, wenn da Eisgang ist und man kommt zu Weihnachten nicht nach Hause und solche Sachen. Das hat er dir alles erzählt? Ja, was hatte der denn für einen Auftrag, sag mal? Ja, er wollte mich antesten. Wer weiß, wie viele Lehrerinnen schon auf dem Weg nach Jüst waren. Genau, und bei dem ist kein Einstellungsgespräch. Nee, bei dem Kapitän dann gescheitert. Aber du hast es durchgezogen. Oder ja. hast du Muffensausen gekriegt? Doch. Natürlich. Echt? Oh. Da stand ich dann schon so ein bisschen. Mhm. Also ich denke, keiner macht sich auch wirklich klar, was es heißt von Ebbe und Flut, ob nun Seenebel ist oder ob Ostwind ist. Es war mir vorher egal, aus welcher Ecke der Wind kam. Und plötzlich war das etwas, was mein Leben ja bestimmt hat. Also ich habe ja in der Schule gewohnt, morgens die Treppe runterzugehen, aus meiner Wohnung rauszugehen und zu merken, ups, da ist Ostwind und ob das Schiff dann wohl jetzt fährt. Mhm. Also das ist ja so ein ganz neues Leben auch, wo man sich sehr mit der Natur, mit dem, was man gerade so kriegt, beschäftigen muss. Und dann irgendwie arrangiert, weil man den Kürzeren zieht. Ne? Ja. Diese Bescheidenheit, die einem das dann aufzwingt, die tut einem ja gut. Also wenn ich auf Jüst bin und dann wird gesagt, ja, kann sein, dass das Schiff nicht fährt wegen Sturm oder zu wenig Wasser oder so. Also wenn ich so tiefenentspannt und denke, ja, dann ist das so. Ne, während wenn ich jetzt auf dem Festland bin und dann heißt es ja, der Zug fährt nicht, denke ich, oh Gott, ich muss früher fahren oder später fahren oder mir was anderes überlegen. Eigentlich, man kriegt ja auch ganz viele Geschichten immer so erzählt, was es alles schon gab, wie lange das die Fähre schon im Watt irgendwo mal hing und wie viele Stunden und vielleicht eine ganze Tide man da irgendwie verbracht hat und es irgendwann keine Getränke mehr gab. Hast du das mal erlebt? Oder ich habe das nie erlebt in den 5 Jahren, Gott sei Dank. Muss man wieder im Winter hinfahren. Einmal war es, glaube ich, ein bisschen knapp so, auch mit Seenebel und so, aber das klappte immer, ja. Und dann irgendwann, als du dann da warst, hast du dich irgendwie verändert, ne? Muss ja einen Grund geben, dass du gesagt hast, ich bleib länger, als die eigentlich von mir verlangen. Was ist denn da, außer jetzt, dass wir jetzt coole Rockmusik gemacht haben? So im Nachhinein würde man auch wieder sagen, ja, vielleicht war das auch so eine Entwicklung und so ein Wachstum. Ja, das gibt auch noch eine andere Martina, die vielleicht mal zum Vorschein kommt. Ja, ich weiß noch, dass du zum Beispiel irgendwann mal, es muss ja im Herbst gewesen sein, bist du statt zu deinem Mann nach Hause zu fahren, mit mir zusammen auf die Buchmesse nach Frankfurt. Meine erste Buchmesse. Ja. War das aufregend. Das war total aufregend. Genau. Mit dem Nachtzug von Norddeich-Mohle nach Frankfurt am Main. Und dann diese riesige Buchmesse. Mhm. Da hatte ich meinen ersten Roman gerade am Start. Und ich dachte jetzt, also die Hälfte der Leute, die hier sind, die wissen, dass du jetzt gerade den ersten Roman rausgebracht hast und dann wirst du einfach von diesen Büchern erschlagen. Nein, aber wir waren schon ganz schön aufgeregt, toll, aber fühlten uns auch richtig gut. Hm. Du hast mich immer so als deine Erstleserin, fühlte ich mich auch ganz toll. Eine fremde Welt, und wenn ich jetzt heute dran denke, bin ich so froh, dass du mit mir dahin gefahren bist, weil du ja diese fremde Welterfahrung schon quasi Huckepack getragen hattest durch deine Lebensveränderung mit Jüst. Und dann sind wir da relativ selbstbewusst über die Buchmesse geschlendert. Ja, das war schön. Also hast ja dann, bist du eben nicht mehr jedes Wochenende und jede Ferien brav nach Hause gefahren. Genau, ja, einfach so eine Entwicklungsphase zu haben, wo man dann auch sagt, ich hol vielleicht auch Dinge nach, die ich vorher nicht gemacht habe. Ich habe Freundinnen auch nach Jüst eingeladen, die gerne gekommen sind, wo ich dann eben auch noch mal neue Pläne hatte und unabhängige Pläne. Besonders, dass ich dann auch mit einer Freundin mal in Urlaub gefahren bin und so weiter. Und ja, vielleicht habe ich da in der Zeit auch was nachgeholt. Mhm. Ich habe halt sehr früh geheiratet und war auch davor schon lange in fester Beziehung in dieser einen und vielleicht durch die Wind- und Wellengeschichten auf Jüst nochmal in meine Gedanken gekommen. Wer schüttelt denn die Kugel, sagt, wer drückt und zieht das Meer? Wird es ewig denn so weitergehen? Wer läuft mit mir am Strand? Ich stell mir jetzt keine Frage. Die Liebe sagt, wer läuft mit mir am Strand? Genau. Ich stelle jetzt keine Fragen. Die Liebe sagt, es ist, was es ist. Genau, wobei ich den letzten geklaut habe. Von Erich Fried natürlich geklaut habe. Aber das war auch mein Lieblingsgedicht. Und das musste da noch mit rein. Ja, einfach den Blick zu öffnen und sich auch andere Dinge noch vorstellen zu können.
Die Welt ist bunt. Die Welt ist sehr bunt. Ne? Also sie ist auf eine Art vielfältig, die du damals wahrscheinlich noch nicht für dich gesehen genau. hättest. Aber ich glaube schon, dass die Leute, die uns jetzt zuhören, sich denken können, dass als du nach Hause gekommen bist, also nach diesen 5 Jahren wieder zurückgekehrt bist nach Wilhelmshaven, eine andere gewesen bist. Genau. Und das ist natürlich auch, was deine Ehe angeht, ja, die du ja auch aus voller Verantwortung auch geführt hast und die dir auch sehr wichtig war, trotzdem, dass da etwas anders werden musste. Ja, ich glaube, auf vielen dieser Strandspaziergängen, mhm. heute würde ich sagen, ja, da bin ich schon so weit weggelaufen, auch gedanklich, mhm. da gibt es dann keinen Weg mehr so direkt auch wieder zurück in das alte Schema. Zumal, wenn andere dich auch wieder so haben wollen, wie du warst. Ja. Und das passt dann nicht mehr. Also äußerlich hattest du dich nicht so stark verändert. Ne? Du hattest immer noch deine langen Haare und Ponyfrisur. Ja, und bist zurückgekommen. Und hast dir dann aber auch, und das fand ich sehr schön zu beobachten, und da ziehe ich auch den Hut vor dir, du hast dir sehr viel Zeit gelassen, zu sagen, ich spüre, dass da was in mir steckt, was anders ist als das, was ich bislang gelebt habe. Ich habe Sehnsucht danach und hast es aber nicht überstürzt. Du bist es sogar, möchte ich mal sagen, sehr mit dem Kopf auch angegangen. Mhm. Also auch mit passt dem Herzen. Passt auch zu mir. Passt ja. zu dir, ja. Also du bist es fast systematisch angegangen und hast dann aber auch, und zwar ohne Porzellan zu zerschmettern, über viele Jahre hinbekommen. Welche Martina läuft denn heute am Strand? Und mit wem, wenn mit wem läufst du denn heute am Strand? Ja, heute will ich mit meiner Frau Julia am Strand laufen. Mhm. Und genau, du bist ja unsere Trauzeugin vor 5 Jahren geworden. Genau. Und wer hätte das gedacht? Aber ich glaube, jeder, der so offen ist und die Welt nicht als so eine Einbahnstraße sieht, sich da alles offen lässt, der kann solche Wege auch dann gehen. Ja, der kann sich alle möglichen Menschen ja. an seine Seite mhm. am Strand vorstellen. Es wuchs irgendwie aus dir raus, das klingt jetzt so eine Krake, das will ich nicht gesagt haben, aber es ist, es hat sich ganz natürlich ergeben mhm. wie Ebbe und Flut, ja, genau. wie Ostwind und ja. Westwind, wie genau. all diese Dinge, die ganz natürlich... Und dann passt es wieder, die Liebe sagt, es ist, was es ist und dann, ja. Die Welt ein Eiland, Bad am Strand die Flut, manchmal auch nur Ebbe, alles in Bewegung, nichts bleibt ewig gleich, nichts bleibt ewig gleich. Ja, du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, du hast dein Saxophon verkauft, denn mhm. du hast ja damals bei Strandgut auch ab und zu mal Saxophon gespielt. Eine Gitarre steht hier, ja. aber spielst du denn noch drauf? Ja, aber zu wenig. Ich könnte mehr machen. Du könntest wieder eine Rockband gründen. Ja, komischerweise hatte ich das Bedürfnis nicht. Ich glaube, das lag daran, dass ich in der Schule Musik unterrichtet habe und mir viele Sachen dadurch nicht mehr selber nochmal auf die Ohren geben muss. Aber ich male jetzt, also für mich ach, ja. ganz viel großformatig und bin damit auch ganz glücklich. Ganz viele farbenkräftige, bunte, abstrakt in erster Linie. Ja, das erfüllt mich doch auch sehr. Das ist so vielleicht wie früher das mit Strandgut war. Also wenn jetzt die Martina von heute würde am Strand die Martina von damals sehen und du hättest die Chance, so sagen wir mal so 20, 30 Schritte zu gehen? Ja, ich würde ihr sagen, ich würde sie in den Arm nehmen und sagen, du machst dir viel zu viele Gedanken. Lass es kommen, wie Ebbe und Flut. Alles hat seine mhm. Zeit und auch alles, was noch kommen mag, das kommt von alleine und es entwickelt sich. Und dass es nicht so bleiben gut. muss, wie es ist. Genau. Nichts das bleibt ewig gleich. Und das ist gut. Ja. Gott sei Dank. Stell dir vor, wir wären noch die, die wir vor 25 ja. Jahren waren. Ja, heute können wir die Fotos angucken und sagen, ja, Mensch, huch, da war ich aber jung. Ja, aber es bewegt mich trotzdem, wenn ich die Fotos sehe. Und ich natürlich auch, ne? Meine Kinder sind dann noch klein drauf, jetzt sind sie inzwischen erwachsen. Ja, ich kann mich auch noch an den Moment erinnern, als
du dann fragtest, ob ich dann Patentante deiner zweiten Tochter werden möchte. Ja, da war dann mehr als nur Arbeit und Strandgutmusik. Zu sehen, wie deine Tochter sich entwickelt, das ist auch wieder so ein, ja toll. Und ich finde es natürlich toll, dass sie Lehrerin geworden ist. Ja. Sie ist Lehrerin und sie ist sehr, sehr, das darf ich glaube ich auch hier im Podcast sagen, sie ist sehr froh, dass sie eine Patentante hat, die ihr jetzt auch sagen kann, achtet auf die und die Dinge, dass du da nicht in irgendeine Mühle reinfällst, aus der du nicht mehr rauskommst. Lass dir selber immer die Möglichkeiten, dass sich das Leben ändern kann. Notfalls muss man eben auch einfach mal wohin gehen, wo man erst glaubt, dass man da gar nichts zu suchen hat. Und mutig sein und sich einen Rollcontainer 9a raussuchen, wo man sein Leben reinpackt und kommt mit was anderem zurück. Und wie immer stelle ich auch heute am Ende des Gesprächs 5 sinnliche Fragen. Wenn Jüst ein Geräusch wäre, wonach würde es klingen? Möwengeschrei. Und die Lachmöwen auch? Ja, auch. Ja, also alle. Wenn Jüst ein Geruch wäre, wonach würde es riechen? Nicht böse wäre das jetzt. Pferdepipi. Ah, die meisten sagen Pferdeäpfel. Du bist sehr kreativ. Nein, es gibt bestimmte Stellen, wo man dann immer diesen Geruch in der Nase hat. Die Salmiak ähnlich. Ja. Ne? Also. Ja, ist so. Früher, da wo der ihr Platz war, da war immer so diese Stelle. Da roch es streng. Aber nein, im Normalen würde man an dieser Stelle sagen, es riecht nach Salzwasser und Meer. Wenn Jüst ein Geschmack wäre, dann wäre es... Wie schmeckt es? Salzig, aber vielleicht auch, dass man ein bisschen Sand in den Mund bekommen hat und es knirscht. Okay, also. So eine Mischung aus Geschmack und Haptik. Ja. Ein Mouthfeeling, würde man jetzt heute neudeutsch sagen. Das Mouthfeeling von Sand und Salz. Genau. Gut. Wenn Jüst ein Bild wäre, was würde es zeigen? Das wäre natürlich irgendwie ein Strand mit Meerwasser. Vielleicht wäre es aber auch ein Aquarell, wo sich die Farben so ineinander mischen. Ja. Wo das etwas geheimnisvoll war. Also nicht mit Acrylfarbe, sondern mit Aquarell, okay. was so verläuft. Wenn Jüst ein Gefühl wäre, was würdest du spüren? Dass ich fühle auf der Haut Wind und auch manchmal ganz schön starker Wind. Mhm. Die Falten aus dem Gesicht zieht. Schön wäre das. Mittlerweile. Ja, aber danach auch das, ich glaube, damit ist aber auch immer das Gefühl verbunden, auch danach wieder ins Warme zu kommen und dann so ein rotes Gesicht zu haben, aber das war gut. Das war gut am Strand. Und dieser Wind und auch dieser kräftige Sturm oder so, das macht nichts. Ja, das ist tatsächlich etwas, wenn die Leute wissen, ich komme von der Küste in Berlin, dann sagen die, oh, da ist immer so windig und so kalt. Und sage ich, du weißt nicht, wie schön es ist, nach Hause zu kommen, wenn es vorher richtig kalt im Gesicht war. Dieser Wechsel. Ich weiß, was du meinst. Ja. Sandbank Liebe. Ein Podcast der Kurverwaltung Jüst in Zusammenarbeit mit Choreopia Bremen. Musik während des Gesprächs: Strandgut. Wolkenlos, Text Sandra Lübkes, Musik Reinhard Vielhaber. Strandläufer, Text und Musik Martina Fischer. Titelmusik Yannick Brunke, Berlin. Technik Patrick Luckert, Berlin.